Können wir ewig leben und sind wir gar nicht tot, wenn wir tot sind? Doch wie fühlt es sich eigentlich an zu sterben? Wann genau ist man tot und was kommt danach? Ihr habt euch genau das bei WhatsApp gewünscht. Wie ihr meine Nummer bei WhatsApp adden könnt, das erfahrt ihr am Ende des Videos und bekommt jetzt alle Facts zu diesem Thema und alle Details zum Tod. Herzlich willkommen bei diesem tödlichen Klick zum Science and Fiction Video. Ja, für viele gilt der amerikanische Chauffeur Joe Tiralosi als ein medizinisches Wunder. 2009 brach er zusammen, sein Herz stand still und sein Gehirn arbeitete nicht mehr. Tiralosi war tot. In einem der besten Krankenhäuser Nordamerikas aber gaben Ärzteteams alles. Sie schockten sein Herz mit 360 Joule, verpassten ihm eine Herzdruckmassage und das immer wieder. 10 Minuten später zeigte Tiralosi immer noch keine Lebenszeichen. Doch die Ärztinnen und Ärzte machen weiter. Dabei lag hier eine Grenze, an der einige andere Teams die Behandlung wahrscheinlich schon abgebrochen hätten. Tiralosi bekam Adrenalin gespritzt, doch auch nach 30 Minuten zeigte er keine Reaktion. Sollte das also doch alles umsonst gewesen sein? 40 Minuten war der Chauffeur jetzt schon tot. Die meisten Ärzteteams hätten wohl jetzt spätestens abgebrochen, denn das Risiko ist groß, dass weite Teile des Gehirns abgestorben sind. Die Frage ist nämlich, ob man es wirklich schafft, mit der Beatmung genug Sauerstoff ins Gehirn zu bekommen. Selbst wenn das Herz wieder zu schlagen beginnen würde, könnten die Folgen fatal sein. Nach 47 Minuten und 20 Sekunden piepst es laut, die Nulllinie auf dem Monitor geht über in einen starken Ausschlag nach oben und ja, der Fall hat tatsächlich ein Happy End und was für eins. Tiralosi konnte das Krankenhaus nach 3 Wochen verlassen, zu Fuß und genau genommen ist er kein medizinisches Wunder dafür, aber ein spektakulärer Erfolg der modernen Reanimationsmedizin. Bis zu 30% des üblichen Sauerstoffs kann das Gehirn durch eine gut ausgeführte Wiederbelebung erhalten und das reicht. Nur das Problem, das ist super anstrengend. Selbst Profis können dieses Niveau nicht länger als ein paar Minuten durchhalten. Aber aus meinem Bekanntenkreis, da kenne ich einen Fall, wo eine ältere Frau mehrmals immer wieder nur durch Herzdruckmassage und durch Beatmung 30 Minuten am Leben gehalten wurde und der Körper so mit Sauerstoff versorgt werden konnte, sodass die Person danach wieder reanimiert werden konnte. Und diese Beatmung und Herzdruckmassage hat eine zierliche Frau gemacht. Also, es geht. Aber Herz-Lungen-Maschinen, Brustgurte und hydraulische Pumpen können das viel besser. Außerdem enorm wichtig Kälte, die den Körper des Verstorbenen herunterkühlt. Tiralosis Leben jedenfalls haben zum einen die Ausdauer der Notfallmediziner und zum anderen die Kälte gerettet. Was der Fall von Tiralosi deutlich zeigt, ist noch nicht allzu lange bekannt. Der Tod ist ein Prozess und eben kein Moment. Er tritt langsam ein und breitet sich im Körper aus. Selbst Stunden danach kann er noch unterbrochen werden, unter bestimmten Bedingungen. Natürlich, noch vor 60 Jahren dachte man anders. Bum, bum, bum und Ende. Solange eben wie das Herz schlägt, leben wir. Wenn es aufhört, sind wir tot und das ist dann auch nicht mehr rückgängig zu machen. Der österreichisch-amerikanische Arzt Peter Seffer schrieb damals das Buch ABC of Resuscitation, in dem er erstmalig beschrieben hat, wie man einen Menschen nach einem Herzstillstand wiederbeleben kann, durch Beatmen, Freihalten der Atemwege und Herzdruckmassage. Doch was genau lässt uns nach 80, 90, 100, ja mittlerweile manchmal sogar 120 Jahren auf natürliche Art und Weise sterben? Da können wir nämlich dann nicht viel tun. In unserem Körper sind Billionen von Zellen und diese altern, bis wir daran sterben. Unsere innere Uhr tickt, denn irgendwann stoppt ein wichtiger biologischer Prozess in unserem Körper die alltägliche Zellteilung, die dafür sorgt, dass alte Zellen ausgetauscht werden und ersetzt werden. Die alten Zellen sterben ab und leben nur noch in einer Art Standby-Modus. Der körperliche Verfall im Alter beruht aber auch noch auf anderen Mechanismen. Am Ende fallen dann mehrere Organe und biologische Prozesse aus. Die Lunge, das Gehirn oder das Herz-Kreislauf-System werden manchmal auch als Eintrittspforten des Todes bezeichnet. Medizinisch gesehen gibt es auch nicht den Tod. Zum einen gibt es den sogenannten klinischen Tod, wenn das Herz-Kreislauf-System stockt und Organe nicht mehr versorgt werden. Manchmal kann dem noch mit Beatmungsmaschinen eben oder einer Herzdruckmassage entgegengewirkt werden. Beim irreversiblen Hirntod sieht das ganz anders aus. Laut der Definition in Deutschland bedeutet das den Ausfall des Groß- und Kleinhirns und des Hirnstamms. Das Bewusstsein geht damit verloren und zwar unumkehrbar. Übrigens können selbst in diesem Zustand noch in sehr tiefen Schichten mancher Hirnregionen Gehirnzellen aktiv sein. Maschinen können manche Funktionen eines hirntoten Körpers in Gang halten. Er kann seine eigene Körpertemperatur noch regulieren und manche hirntote Frauen haben sogar noch ihr Baby bis zur Geburt ausgetragen. In Operationen reagieren manche hirntote Patienten auf Reize. Der Blut
Blutdruck steigt an und Muskeln bewegen sich. Medizinisch gesehen sind dafür Reflexe des Rückenmarks verantwortlich und nicht das Empfinden von Schmerzen. Um die Diagnose des Hirntodes zu stellen, gibt es ganz klare Richtlinien, die zwei Ärzte unabhängig voneinander durchzugehen haben. Ihr habt sicher auch schon mal von Nahtoderfahrung gehört. Das Netzwerk Nahtoderfahrung schätzt, dass etwa 4 Millionen Menschen in Deutschland schon mal so ein mysteriöses Erlebnis hinter sich gebracht haben, beispielsweise nach einem Unfall. In den Berichten heißt es dann so etwas wie: Es fühlt sich einfach an wie ein perfekter Schlaf, aber ohne Träume. Andere berichten davon, dass sie es eher wie ein Leben nach dem Tod empfunden haben, beispielsweise von einer Lichtvision am Ende des Tunnels oder als eine Art Lebensfilm. Manchmal sind es schöne Gefühle, aber oft spielen auch Angst und Panik eine Rolle. Medizinisch gesehen treten solche Nahtoderfahrungen zwischen dem klinischen Tod und der Reanimation auf. Studien zufolge berichten etwa ein Viertel der Patientinnen und Patienten, die einen klinischen Tod durchgemacht haben, von Nahtoderfahrung. Häufig vor allem, wenn die Reanimation lange gedauert hat oder besonders schwer war. Neurologisch gesehen ist der Nahtod quasi ein Ausdruck einer Funktionsstörung im Gehirn, wenn eben die Versorgung über längere Zeit nicht gut war. Ja, der Bereich der Rechtsmedizin, der weiß detailliert über die verschiedenen Phasen des Todes Bescheid. Fest steht, dass die Organe oft noch eine Zeit ohne Sauerstoff und Nährstoffe klarkommen. Die Zellen im Gehirn sterben nach etwa 5 Minuten, das Herz hält bis zu 30 Minuten aus, dann sterben auch die Zellen in Leber und Lunge. Das Blut sinkt ab, weil es nicht mehr zirkuliert, Todesflecken entstehen und das kennt ihr aus Krimis, die verraten ziemlich viel, zum Beispiel über die Todesursache und den Zeitpunkt. Ähnlich wie die Totenstarre, die nach etwa 2 Stunden einsetzt, konkret versteifen sich die Muskeln und sterben ab. Nach einigen Tagen löst sich die Starre wieder. 1 bis 2 Tage nach dem Einsetzen des Todes gibt dann auch der Magen-Darm-Trakt auf. Bakterien beginnen mit der Zersetzung des Körpers. Noch länger halten Spermien durch, und zwar bis zu 3 Tage lang. 30 Jahre lang dauert der komplette Zersetzungsprozess des menschlichen Körpers. Danach ist wirklich nichts mehr von uns übrig. Wie genau sich die Momente des Sterbens anfühlen, das wiederum ist noch weitgehend unerforscht. Wie sollte das auch gehen? Schließlich ist noch keiner der mir bekannten Toten wieder auferstanden. Doch es gibt Tierversuche dazu. Demnach versiegt die Gehirnaktivität während des Sterbeprozesses nicht allmählich, sondern steigt noch einmal für kurze Zeit deutlich an. Das hat beispielsweise ein Forschungsteam der University of Michigan 2013 berichtet. Bisher ging man allerdings davon aus, dass es diesen Vorgang beim Menschen nicht gibt. Gibt es aber nach neuesten Erkenntnissen, und vielleicht ist er für die beschriebene Nahtoderfahrung verantwortlich. Jedenfalls durch diesen Irrtum ist das Phänomen beim Menschen noch gänzlich unerforscht. Wie sieht das Sterben in Zukunft aus? Schließlich tüfteln Forschungsteams weltweit daran, uns ewiges Leben zu verschaffen. Und ja, die Visionen der Wissenschaft sind gigantisch. Die Methuselah-Stiftung in Virginia will es in Zukunft schaffen, dass Menschen biologisch gesehen für immer bei einem Alter von 25 Jahren bleiben können. 90-Jährige sollen so gesund bleiben wie 40 Jahre Jüngere. Die Biotechnologie macht immer mehr Fortschritte in Richtung ewiges Leben, unterstützt durch viel Geld der Pharmaindustrie. Das Time Magazine hatte 2013 gefragt: Can Google solve death? Kann Google den Tod aufhalten? Vorher hatte der Digitalkonzern Google nämlich seine Tochter Calico gegründet, um mit 1,5 Milliarden Dollar eine Antwort auf genau diese Frage zu finden. Die Hälfte der Finanzierung hatte ein Pharmaunternehmen dazu gesteuert. Auch der Silicon Valley Milliardär Larry Ellison ist ein Todesgegner und hofft, dass viel Geld zu zahlreichen wissenschaftlichen Entdeckungen führt, die dann in Kombination mit besseren Heilmethoden unser Leben verlängern können. Bis das zur Realität wird, kann aber auch jeder Einzelne selbst dafür sorgen, die Qualität seines eigenen Lebens zu verbessern, denn im besten Fall erhöht dies auch die Lebensdauer. Forschungsteams weltweit verweisen immer wieder darauf, dass Meditation zum Beispiel Stress reduzieren kann, und viel Stress beschleunigt die biologische Alterung. Das sagen viele Studien. Natürlich, und Sport, gesunde Ernährung und so weiter und so fort. Und wenn das dann trotzdem nicht reicht, auch im Bereich der Notfallmedizin sind Forschungsteams weltweit optimistisch. Man geht davon aus, dass wir in 20 Jahren etwa in der Lage sein werden, Menschen zu reanimieren, die bereits seit 24 Stunden tot sind. Ein Fall wie Tiralosi wäre dann nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Was aber passiert nach dem Tod? Gibt es ein Leben danach? Werden wir wiedergeboren? Was passiert mit der menschlichen Seele? Ist sie unsterblich? Ihr wisst alle, was die verschiedenen Religionen dazu meinen. Manchmal werden als Beweis dafür die Nahtoderfahrung benutzt. Der Körper habe sich von der Seele gelöst oder die Seele vom Körper und an der Schwelle zum Jenseits gestanden. Darüber gibt es wissenschaftlich gesehen aber absolut keinen Konsens. Es gibt durchaus auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die an solche Szenarien glauben. Die meisten
meisten Expertinnen in diesem Bereich aber erklären Nahtoderfahrungen neurologisch. Und so liefern diese Erlebnisse keinerlei Hinweise auf ein Leben nach dem Tod. Oft wird auch die Quantenphysik bei dieser Diskussion ins Spiel gebracht. Ja, kann sie die Verbindung zwischen dem physikalischen Körper und der immateriellen Seele schaffen oder zerschlägt sie diese sogar? Letztendlich ist die Quantenphysik allerdings auch nur eine Theorie über das Verhalten physikalischer Teilchen. Meiner Meinung nach ist es zweifelhaft, dass sie seriöse Aussagen über eine immaterielle Seele treffen kann. Klingt eher nach ziemlichem Quatsch. Ja, und so bleibt es weiter eine Glaubensfrage, ob es eine unsterbliche Seele gibt oder eben nicht. Die Wissenschaft jedenfalls kann diese Frage nicht beantworten. Wenn ihr als erstes Neues zu diesem Thema und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Klixo mitmachen und mir zum Beispiel Themen vorschlagen oder an Abstimmungen teilnehmen und so mitbestimmen, was hier bei Klixo passiert. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken. Ewiges Leben möglich. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.